Willkommen zurück bei GTA Online und bei der Doom heißt Vorvorbereitung. Jetzt kommt der schöne Wasserwerfer dran. Ich habe natürlich einen Dragon and War und die zwei üblichen wieder dabei. Die war schon da waren. Immer. Mr. Aber geil und das Snipes. Moin Moin. Ja, moin moin. Ich würde sagen, wir fliegen mit dem Bastard-Kampfheli am besten zu viert. Wir müssen so alle zum Wasserwerfer rein. Ja, der wege Black Screen. Also wir sind schon draußen. Ja. Wer bestellt? Alles nur auf dich. Wer bestellt denn jetzt? Fahrzeug. CO-Fahrzeuge, Bastard. Wasser guck mal, er brennt. Er kommt frisch aus der Zukunft. Ja, wie bei. Ja. Kann ich mich ganz gut erinnern. Bist du aber geil. Weißt du noch? Zurück in der Zukunft, wo ich gebrannt hab. Übrigens, die Fails werde ich nicht rausschneiden. Die bleiben drinne. Da hat irgendjemand das Fenster kaputt gemacht. Jetzt wird hier ein bisschen ziehen drin. Jetzt bist du ein bisschen warm hier, muss ich sagen. Lecker. Oh. Es riecht so ein bisschen Fleisch. Jetzt fliegen wir noch. Riecht so irgendwie ein bisschen angebrannt. Hat da jemand den Körper aber auch vergessen? Ja, und kann man. Und ja, fliegt er los? Also ich fliege. Ja! Schön auch auf Feuer stehen bleiben, bis der schon geht. Ja, ja. Boom, Baby. Kapuschka, wie immer sagt. Ich hab das wirklich nicht mitgekriegt. Ich dachte, ich wäre hinten eingestiegen. Nee, du bist doch vorne dran. Eigentlich hast du jetzt schon die Golden Gun geholt. Ich hab sie schon. Ich hab schon die Herausforderung fertig. Na, ich hab sie auch schon fertig. 250.000. Also ich hatte ein sehr beschissenes Bild gekriegt. Und ja, ich freue mich schon, wie gesagt, auf 1. Ich freue mich schon auf Red Dead Redemption 2. Ich kriege ja den goldenen Revolver, ja. Ha! Geil. Das ist cool. So, zum Wasserwerfer und dann das soll Spaß machen. Zweimal. Wollen wir mit Style aus dem Heli aussteigen oder? Ja, wir landen dort einfach mal. Oh, okay. Wir landen dort einfach mal in der Nähe. Mal gucken, ob ich es hinkriege zu landen. Ja, mal sehen. Ansonsten was ist das? Du kennst doch meine Flugkünste. Ansonsten könnt ihr das ja nächstes Jahr bewundern. Nächstes Jahr auf YouTube bewundern. Deine Flugkünste. Das wird witzig, ja, bei Weihnachten gibt es mal neue Headset und dann kann ich doch endlich mal meine Videos machen. Yep, so, da ist es, da unten. Ab nach unten! Beim Aussteigen? Okay, ich spring runter. Woohoo! Okay, jetzt auf einmal doch nicht steil aussteigen, also. Ja, das ist so, ich hab gerade einen Würfel geworfen, weißt du? Ja. Okay, gut, Tränengas werfen. Das war nicht so geplant. Ja, da bitte der Arbeiter, die Arbeitergesellschaft. Nein! Geht an die Arbeit! Der Randalierer wurden vernichtet! Arbeitsverweigerung, ihr seid alle gefeuert. Hast du schon? Erst müsst ihr gleich da kommen. Okay, die Helikopter noch da down machen. Ich hab. Ey, wo ist meine Rakete? Ach, da ist meine Rakete, da kommen wir nicht. Wozu braucht man einen Raketenwerfer? Achso, deswegen. Ja, für die Heli. Wir brauchen einen Raketenwerfer, ich hab eine Minigun. Okay, jetzt machen wir mal richtig. Jetzt müssen wir warten, bis erstmal das Fahrzeug kommt erstmal.
Das Sprühfahrzeug müsste eigentlich gleich kommen, oder? Jo, ein Headshot voll in die Seite reingekriegt. Au. Irgendwie hat mir gerade keinen Punkt angezeigt oder sonst sowas. Okay, jetzt riecht er sich. Soll ich das sagen? Wir müssen wahrscheinlich wieder dorthin. Ich nehme die Mission an. Ich nehme die Mission an und dann ja, muss ich neu annehmen. Gut, dass ihr da seid schon. Wir haben sogar die Mission vergeigt. Ich weiß nicht warum. Hm. Auf jeden Fall kommt immer mehr Polizei, also. Oh. Ja, ich muss wieder neu annehmen. 9500. Wofür habe ich jetzt 9500 gekriegt? Ich habe 5 Sterne. Ui. So, gleich. Also, ich habe 4. Also, gleich. Alles wieder weg. Ja, gut. Ja, wie gesagt. Wasserwerfer. Ja, den Wasserwerfer besorgen. Ja, wir haben die Mission. Ich habe einfach 9500 plus bekommen. Sie gibt dich zu Isa. Jetzt brauche ich mal mein Fahrzeug. Ja, ein Fahrzeug wäre jetzt verdammt hilfreich. Ihr könnt auch einen Helikopter bestimmen. Ich klaue einfach eins von den Bullen. Okay. Einfach. Yo, ich wollte einsteigen. Eins galt. Leck mich. Okay, Ford Sanguro Deluxo. Polizei, Freund und Helfer, oder? Ja, ja, merkt man gerade. Auf zum gelben Punkt. Ich glaube gerade direkt vom Gesicht der Polizei ein Auto und die einfach so. Ach nö, interessiert mich jetzt gerade nicht so ungefähr. das ist die aus dem Auto. Dann holt die Sniper Scope aus. Oh ja, Alter. Ja, ja, Polizei muss es gleich übertreiben. Hat auch eine Range. Geht ja auf hier noch mehr. Kann sonst wie hoch sein, die Tri- Da kannst du bei GTA 4 sein. Also bin ich PKW, hat das Ding aber eine übelste Beschleunigung. Vielleicht ist es ein Spionauto. Du weißt ja nicht. Ach, wir müssen. Ach, wir müssen die schlagen. Achso, wir müssen die Klippe schlagen jetzt. Okay, wir haben uns total vergeigt. Das ist nicht schon mal dabei. Wir hätten schlagen müssen, die Person. Wir hätten uns prügeln müssen. Ja, bei mir ist noch die Mission als aktiv da. Ich hab's so neu angenommen. Wirf Tränengas in das Gebiet. Also, wir sollen diese ganzen Gegner verprügeln. Prügeln? Ja. Das ist aber auch ein bisschen übertrieben bei so vielen, oder? Ich sprüge mich gerade mit der Frau, was so der Feige ist. Ja, es kommt auch mal langsam an, die langsam. Das sieht aus! Ryo, der alte Frauenschläger. Wo ist denn der Schlagring? Auf geht's. Kann man also so mit dem Baseballschläger schlagen? Ist das auch noch erlaubt? Nee, am besten mit den nimmst die Fäuste. Aua! Zack! Stirb! Feuer mal auf Feuer! Warum nimmt er die Waffe? Nicht schießen! Da vorne! Der hat einfach so die Waffe ausgewählt. Da vorne ist es! Aus dem Klaue! Nein! Nicht das! Alle mal einsteigen und dann kannst du losgehen. Ey, das sieht richtig Hammer aus, der Waffer. Ja, wie gesagt, Ryo, was machst du da unten? Keine Ahnung. Wie wär's, wenn du einsteigst? Ja, ich weiß. Ja. Ich hab da unten auf dem Boden rumzukriechen. Ja, er hat mir jetzt da unten gefallen, leider. Er hat nach deiner Würde gesucht, was? Ja, kann man so sagen.
Leider vergeblich, ne? Ich hab nach... Ich hab nicht den Polizeirahmen, ich hab den Polizei schon weggekauft. Ich hab sie schon weggekauft. Okay. Und jetzt ab zu Base jetzt. Ich hab trotzdem noch 3 Sterne. YOLO. Also ich nicht. Ich auch. Aber da bin ich selber... Lester mal anrufen, warte. Jetzt. Weil ich mit 3 Sternen von dem weggelaufen. Jetzt habt ihr keine Sterne mehr. Ich mach hier mal den Punkt für dich. Dragon, ich glaube, du kannst schießen. Ja, damit hat der Bang angezeigt. Ja. Nicht das. Falsch. Jetzt. Ach, ja. Ich hab ein Trio. Yeah! Nicht schießen. Nee, der Wasserwerfer. Ich hab jetzt mit Wasserwerfer nicht sein. Ah ne, der hat jemand anderes. Ja. Ja, der kann schießen damit. Das ist der andere Platz doch gewesen. Ich guck mal, welcher Platz ist das eigentlich? Ah, das ist da daneben. Gut. Ja, ich bin gerade in der Innenperspektive. So, gut. Ja, diesen Part machen wir. Neben mir hier Ryo oder nicht? Ja. Den Brustpanzer wollte ich mir auch kaufen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Accessoires, Ausrüstung. Komm mal, Ego, ja, schöner Kopf. Hi. Ja, ja. Nee, einfach nur nee. It's a party world. Was nehme ich jetzt mal? Ah, ja. Sieht noch beschissen aus. Ganz ehrlich, du schmelzt locker. Der übermächtige Zorn. Nein, du fährst schon mal einen Haufen zusammen, weißt du das? Ah, ich glaube, hier fehlt jemand im Auto. Ja. Wow, Alter. Ja. Okay. Perspektive, Alter. Oh. Zocken würde, Alter, da wird jemand kotzen. Okay, wie gesagt, das war jetzt doch gerade, keine Ahnung. Zu fahren mit anderen Spielern. Deshalb das Raubüber-Vorbereitung hat bei uns so schon ein paar 30 Minuten gedauert. So. Und ab zur Base rein. Wenn er ja, das jetzt noch verkackt hätte, Alter. Hat er auch, ja. Ja, Job von Titan kam auch. Job von Titan kam auch verkacken aus Versehen. Wenn sich einer noch vorstellt, bei der Landebahn. Und es explodiert. Das geht auch. Das geht alles. Oder auch ein Baum auf. Oder eine Family Spawn. Das geht alles. Los geht's, jetzt zur nächsten Vorbereitung. Zur nächsten 2 Vorbereitungen und danach sind wir fertig damit. Dann haben wir mal eine richtige Vorbereitung. Ah, das nächste dürfte Spaß machen. Da klauen wir das U-Boot-Auto. Ja, wir können aber noch nicht tauchen. Oder doch? Und an so. Da geht's dann los Richtung U-Boot. Also bist du geil, du kommst da mit so ins U-Boot mit rein. Ja, ich hab gleich ein. Hast du gleich ein? Gut. So, einer muss mit dem Wasser am besten fliegen. Wir müssen von oben klauen. Oh, Einer kommt. Ich nicht fliegen, bitte. Geht bei mir schief. Wer fliegt was? Ja. Also, wir müssen gleich, ja, leider hat der Daryl nur 2 Sitz aus, wenn du dich zusammenholen könntest und dann Kofferraum rein.
Also hier ist keiner. Okay, gut. Hat eigentlich der DeLorean bei euch eigentlich auch den Fluxkondensator drin? Leider nicht. Leider nicht. Ah. Ja, finde ich schade, dass sie nicht eingebaut haben. Ja, das wäre aber wahrscheinlich ein zu großer Trigger und dann würde wieder wahrscheinlich ein Rechtsstreit entstehen. Ja, wie gesagt, die sind ja wirklich so drauf, wie gesagt, wenn irgendjemand was sagt, was nachmacht. Ich glaube, bei mir das wäre schon katastrophisch. Bei mir steht der Out of Time und die Originalfarben. Na gut, man kommt nicht auf so eine Idee, das zu machen. Bei so einem Auto. So, einer, wir teilen uns auf. Einer ist noch hinten. Ja, ich will den einen da an den See holen, aber ich bin gerade, fahr wieder alles über den Haufen, Junge. Die meisten sind in das Board, das ab. Scheiße, das geht immer besser. So, da unten haben wir den nächsten. Da haben wir den ersten. Ja, den ersten hast du ja schon ein bisschen rein, hast du ja schon gesucht gehabt. Ja, das ist er. Ja, das ist deiner. Snipes, das ist deiner. Ich schnapp ihn dir und flieg schon mal zum nächsten. Was hält der bitte schön aus, hält? Ey, du musst den klauen. Ja, ja. Gut, okay. Aber du kannst einfach einsteigen dort. Die schießen ja erstmal. Ich sehe den zweiten. Hab den zweiten schon mal. Weißt du, Dragon, bestell einfach mal ein, ja. Bäh. Einfach mal ein Bassard erstmal. Ich bin schon. Achso, bist du schon, gut. Ich fliege kein Bassard, weil ich weiß nicht, dass ich keine Flugkünste habe. Na, hier ist der Truck. Da ist ein Auto hinten drauf. Genau, ja. Es ist. Ja, wenn es ein Stromberg ist, danach kannst du den klauen. Also es ist auf jeden Fall so ein Sportwagen irgendwie. Weiß mit so schwarzen Streifen? Ja. Ja, das ist, ja, ja. Das ist ein Stromberg. Gut. Das ist der nächste. Ich fahre mit meinem LKW. Mad. Der LKW sieht auch so richtig ranzig aus. Wie habe ich schon mal gesagt, ehrlich, wir machen manche Brüste, wir machen die Hupen, map. Kann man machen ab und zu mal. Speedrunner. So. Die Schrottkiste ist das Ding schnell, ne? Das ist schnell, das Fahrzeug. Das ist doch ein schöner Geländewagen, muss ich dazu sagen. Ey, da kommt sogar über die Leitplanken drüber einfach so. Ja, du musst ja gucken, was das für ein, was das Reifen sind. Da kannst ja, das sehe ich ja. Da kann man übelst was drüber fahren, aber wenn du irgendwo gegenknallst gegen ein Auto oder so, Alter, da sieht das Auto richtig aus. So, gut. Das sieht verdammt gut aus. Und dann noch die letzte Vorbereitung. Ja, ich bin auch gleich da. Und dann die letzte Vorbereitung, dann haben wir das. Letzte Vorvorbereitung. Der Vorbereitung. Da kommen die richtigen Vorbereitungen. Ja. Ich bin gespannt, wie lange die Parts dann werden. Da kommt drauf an, wie schwer dann die Vorbereitungen sind, ja. Wir machen es auch schwer. Das kannst du vorstellen. Wir machen schwer, okay. das maximale Geld. Dann müssen wir aber vorher uns ausrüsten gehen. Ich bin ausgerüstet. Offline sind dann. Ich bin aber ausgerüstet. Ja, ich muss erstmal dann. Ich muss haufenweise Panzerung kaufen. Ich hole fast alle. Deiner Fehler gemacht. So, und jetzt rein. Hey, Bro, direkt hinter dir. Ui, oh. Oh, ja. Ich bin noch reingekommen dort. Ja, der hat sich gerade so scheiße gedreht. So, hey, bei der Mission ist wirklich noch einer da. So.
Geh schon mal zum Vorbereitungsraum, schon mal rein. Dass ich da, dass man direkt da annehmen kann. Ey, dass er so weit entfernt ist. Du bist falsch gelaufen, wa? Nee, ich bin richtig gelaufen. Das ist richtig. Ja, aber einer von uns ist gerade falsch gelaufen. Nein. Zwei, ich, ja. Achso. Aufnahme. Ich bin schon im Planungsraum, wo seid ihr? Ja, ich komm gleich. Guck mal. Er hat sich verlaufen. Das ist die letzte Mission, guck an. Hier, guck. Nach Torpedokontrolle müssen wir noch machen und danach kommen die richtigen Raubüberfälle. Das wird spaßig werden. So, gut. Ah, setz mich erstmal hin. Der macht sich erstmal nackt. Hey, ja, Mafia. Ey, Luigi, du hast sie mich schon verraten, das gibt's nicht, Gordi. Pass auf, wie. So, Stil. Ah, das war mein allererstes Outfit, was ich jemals hatte hier. In GTA. Das ist das, was ich das war mein allererstes Outfit, das ich ausgerüstet habe. Das habe ich immer bei mir. Ja, das hier hatte ich auch immer bei mir, das hier. So. Das ist meine Wanderausrüstung. Also wie gesagt. Okay, ich wusste gar nicht mehr, dass ich das Outfit habe. Ja, wie gesagt, das ist mein allererstes Outfit, das hier, das Tanktop. Wie gesagt, noch ein bisschen geil, das schwarze Tanktop plus die Kette plus die Hose halt. Das schade. Mhm. Das ist mein allererstes Outfit, was ich jemals habe. Das habe ich nie geändert. Ja, wie gesagt, das hier, was ich auch gerade habe, das habe ich auch nie geändert. Das war mein allererstes. Ach, das habe ich auch. Warte, kann ich dir zeigen. Ich habe das bloß, glaube ich, in. Ja, grün. Ich muss mal gucken. Runter bitte. So. Ja, so eine Schleichmission Hello. Machen. Überhaupt noch fertig. Gar noch fertig dort. Nö. Also nur ein Disco-Club bist du jetzt haben. Ja, du da. So, warte mal. Das Tauchoutfit, das krieg ich schon noch komplett. Ja, ich nehm das hier mal wieder. So, ich geh mal ein bisschen wandern, ja Leute? Also. Ja, so. Ah, ich nehme mal mein allererstes Outfit wieder, ich hab da irgendwie Bock wieder drauf. Der noch fährt, brauchst du einen Kompass oder? Zu ja, verfahren? Ich ja, du brauchst nämlich schon ein bisschen lange. Da musst du auch ganz schön die Seite fahren. Da ist dein Seite ganz weit weg gewesen. Ihr müsst. Okay, beobachtest du ihn hier, Alter? Alter. Du alter Stalker. Hat ja keiner von euch geholfen. Ich hab eins weggebracht und das war's. Eine gute Frage, könnt ihr eigentlich das jetzt mitsehen? Ja, ich kann mitsehen. Was ich hier mache? So ranzoomen, rauszoomen. Ja, das sehe ich. Ja. Ich sehe dann deine Bewegungen nur. Wie ist er denn gerade? Da wird er nicht angezeigt. Da wurde gerade nicht angezeigt. Da vorne ist er doch gleich. Inactive. Ja, inaktiv jetzt. Aber sieht so geil aus mit diesem ganzen Bildschirm oben am Rand. Yep. Abon, so, dann. Ja, ich würde sagen, das können wir noch mit reinschieben. Die letzte Vorbereitung können wir noch mit reinschieben jetzt. Was denkst du, kommen noch hier für diese Basis Räume dazu? Ich schluss weniger. Da gibt's noch viele Türen, die noch nicht. Weil, wie gesagt, Rockstar Games hat es so schon mal
schon mal gesagt gehabt, also wo Red Dead Redemption 2 geplant ist, also ist er schon voll in Planung. Und das ist er eigentlich schon fast, wird released nächstes Jahr schon. Da tun sie mehr das Supporten. Also wie gesagt, der Support, also Richtung DLC-Support, wird nicht mehr so krass sein, wie jetzt, wie es mal war. Also mit den gesamten Stunts und so weiter. Wird wahrscheinlich ein paar kleine Fahrzeuge kommen. So, gut. Ja. Was ist denn los? Was ist los? Das ist aber geil, guck mal. Guck mal hier, mein Auto an. Ja, das wurde bei mir auch einmal auf den Kopf angeliefert. Das wurde auch einmal bei mir einfach so eiskalt auf den Kopf angeliefert. Kann man bitte einmal den Wagen umkippen? Warte, ich nehme mal meinen Wagen. Nein, ich spreng! Kann ich da dagegen? Hey! Der hat halt Nachbarn, ey! Ja, Auto geschmissen, was soll denn das denn jetzt für ein Scheiß? Schön, ich glaube, ich will doch reparieren lassen. Fahrzeuge. Du weißt aber auch keine Aktion von euch, oder? Ja, ganz ehrlich. Fahrzeuge anfordern. Na, meins ist ja nicht schlimm. Ja, aber trotzdem, das war jetzt nicht gerade okay von euch, mein Auto gerade in die Luft zu jagen. Mit Absicht sogar. Das war ich nicht mal. Ja, aber da hat jemand eine Haftbombe geschmissen. Ich hab's gesehen, als ich eingestiegen bin. Auf mein Auto. Eine Haftbombe. Ja, und auf meinem Auto klebte aber auch eine Haftbombe. Da hat jemand mit Absicht eine Trophäe geschmissen. Da muss es bezahlen. Da muss es jetzt bezahlen. Ja, versteckt. Los geht's! Woohoo! Los, ins Jahr 1998! Ja, wie gesagt, wenn der Fuchskompressor drin wäre, wäre es kein Problem. Ja, vielleicht müssen wir bloß hinten ein paar Bananenschalen reinwerfen, weißt du? Ah, das ist die Mission. Wir brauchen Kluppe gleich einen Helikopter dazu, weil die Codes sind jetzt auf einer eine Bohinsel. Ja. Und wie du einfach hier mit diesem scheiß Auto durchziehst. Ja, ich weiß. Müsste ja aber auch so einen schönen Special-Effekt geben, wo dann wirklich so dann diese brennende Bremsspur ist. Nein, danke. Habe ich einmal hinter mir. Nicht schon wieder. Du, Alter. Bei Part Nummer 3 oder 2, was rauskommen wird, also keine Ahnung wann der jetzt, da wirst du das schon sehen. Ja, theoretisch kann man das ja nachstellen, wenn du jetzt eben halt anhältst und dann so mit Öl so eine Bremsspur sozusagen legst. Okay, gut, wir sind schon mal gut dran. Oh shit, man! Ich hab den Druck hier geklatscht, ich bin sogar noch auf den zweiten. Soll ich das sagen? Das ist sogar auf der Aufnahme drauf, dass er den geklatscht hat. Ja, aber weil sie ja dann noch gleichzeitig auf den zweiten noch Druck gesprungen ist, ja? Also so richtig geil. Ja, das ist sogar dabei bei der Aufnahme. Kommt ihr mit? Kommst du mit hier, Dragon? Ja, warte, ich glaube. Du hast die Steuerung bei dir. So, warte, einmal drüber klettern. Und dann rein da. Ja, bitte. Was ist denn du? Das ist schlecht sein. Was macht dein Charakter? Keine Ahnung, was er macht. Auf jeden Fall müssen wir uns das mal umdrehen. Ey, die Vorvorbereitungen des Missions sind so einfach mit den DeLorean. Und mit dem Jackpack. Alles total einfach. Einsteigen. Gute Frage, wer dabei kommt. Viel Spaß einfach beim Schwimmen. Also bei mir im Motor wäre nochmal Platz, aber du müsstest. Also bei mir im Motor müsste noch ein bisschen Platz sein.
Aber musst du Schein rollen und den Kofferraum hinten, also hinter uns wäre noch Platz. Ah, da wird er eingequetscht. Ja, ich glaube, der Kofferraum ist schon ein bisschen voll. Da ist, glaube ich, gerade zu viele Bananenschalen reingeworfen. Achso, gut. Fahrzeug. Ja, wir müssen ja auch wieder zurückreisen können, ne? Oh, wir werden, glaube ich, ein bisschen angeschossen, ne? Hallo! Ach, scheiß drauf! Wie geht's denn da oben so? Der ist gepanzert. Einfach rein. Eigentlich müssen sie theoretisch bis in den Rotor reinfliegen, die würden abstürzen. Und wir würden einfach weiter fliegen können. Ciao! Man sieht sich, Gegner. Torpedo-Kontrolle erlangt. Und das war's für diesen Part. Beim nächsten Part sehen wir uns natürlich bei den Vorbereitungen dazu. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Egal, ob es ein 30-Minuten-Part gerade geworden ist. Ist mir heute wurscht. Aber Vorbereitungen sind Vorbereitungen. Und auf Wiedersehen.